Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1970 bei der wunderbaren Videoshow von. Wir gucken uns mal ein interessantes Start-Video an. Wir sind zurück bei Ace Attorney Trilogy, Phoenix Wright und wir sind immer noch bei Fall 5. Und wir sollen gucken, warum das Ding auf ist. So, erstmal will ich pausieren. So, also. Ja, das ist eine dieser vielen guten Fragen, die ich gar nicht beantworten kann. Woran soll ich das sehen? Pass auf, wir haben ja mal... Ich mach mal was Verrücktes. Ja, ja, da fällt ja aus dem Schrank raus. Das ist ja die Handschuhe, die da rausfallen. Die haben wir ja als Beweismittel. Isabella hat mir aber gerade so einen instinktiven Tipp gegeben. Wir haben ja den Vergleich. Wir können ja mal eben kurz bis zum Schluss des Videos gucken. Weil dann wissen wir ja, was passiert, wenn irgendwas zwischen der Tür hängt. Achtung, Venom wird logisch. Dann kann ich mir mal angucken, wie das mit der Tür aussieht. Vielleicht kriege ich dadurch irgendeinen Hinweis. Weil da ist ja definitiv irgendwas. So, da ist noch nichts. So, dann gucken wir mal. Da, der registriert nämlich gar nichts. Also, das ist Quatsch. Also, aber kann man, aber, da hängt doch jetzt nichts zwischen der Tür. Sonst würde ich nur sagen, okay, das ist der Handschuh, der dazwischen hängt, aber das tut er ja nicht. Warte mal. Pause. Der hängt doch nichts. Also ihr seht, das hängt nicht. Also ich meine, ich vermute mal schon. Wir präsentieren den Handschuh. Das ist das Einzige, was mir sinnvoll einfällt. Und das scheint er auch zu nehmen. Bitte sehen Sie sich genau hin. Ja, guten Morgen. Bitte sehen Sie genau hin, so rum. Das ist die Fortführung des Teils, den ich zuvor schon gezeigt habe. Scheint wohl richtig zu sein. Aber du siehst nicht, dass es da hängt. Aber der Hinweis ist ja, dass es bei der anderen Tür ja auch siehst. Und dass das Ding nicht reagiert. Die tollen Sensoren. Was ist das? Da ist aber was Weißes aus dem Schrank gefallen. Aber euer Herr, es fallen noch immer Sachen raus, wenn Türen geöffnet werden. Ich falle und rolle ab, wenn ich meine Autotür öffne. Zudem ist nicht klar, ob der Gegenstand überhaupt im Schrank war. Was meinen Sie damit? Der Sensor öffnet das Schloss, wenn die Tür geschlossen ist. Was, wenn etwas dazwischen gesteckt wurde, zwischen den Sensor und die Tür zum Beispiel? Da dazwischen gesteckt? Sagen wir nochmal das Video? Das weiße Ding war nicht im Schrank. Es steckte zwischen der Tür und dem Sensor. Oh, jetzt verstehe ich. Genau wie meine Krawatte. 2 von 3 Mal bleibst du in der Tür stecken, wenn ich aus dem Streifenwagen steige. Statt dass sie die Tür schließt. Aber der Gegenstand hätte extrem dünn sein müssen, um in die Tür zu passen.
Und außerdem dürfte er keinen elektrischen Strom leiten. Er müsste also ein Isolator sein. Gummi! Ja, ein Isolator. Aber am Tatort? Gab es vielleicht etwas, das zu dieser Beschreibung passt? Aber mit Isolator meinen Sie doch nicht. Ich glaube, ich hab's jetzt endlich. Die Handschuhe. Na schön. Würde die Verteidigung bitte den relevanten Beweis vorlegen? Was war das für ein Isolator in der Schranktür? So. Der Gummihandschuh. Ich fand dies beim Schrank. Ein dünner Gummihandschuh. Aber wir wissen nicht, ob er im Schrank des Opfers war. Auf dem Handschuh ist ein Schild, auf dem Fall SL9 steht. Das Video scheint zu zeigen, wie das Opfer den Schrank öffnet. Aber das ist nicht der Fall. Die Lampe bezeugt es. Am Tag des Verbrechens hätte selbst ich den Schrank öffnen können. Nicht wahr, Wachtmeister Meekins? Ja, es scheint so. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Sollen wir denn glauben, dass das Opfer, den dieser Zeuge im Beweisraum erstochen hat, nicht Inspektor Goodman war? Lassen Sie nicht täuschen, euer Herr. Was meinen Sie denn mit Herr Edgeworth? Die Verteidigung hat lediglich die Möglichkeit bewiesen, nicht mehr. Das Opfer im Video war Bruce Goodman. Die Anklage wird eine weitere Aussage aufbieten, um das zu beweisen. Was? Wachtmeister Meekins, Ihre Aussage bitte. Sir! Ich bin mir nicht sicher, worauf Sie hinaus wollen. Oh, was meinen Sie? Natürlich! Soll das ein Witz sein? Na schön, Ihre Aussage bitte. So, da wollen wir mal. Dann tun wir mal eben kurz Isabella einen Gefallen. So, du wolltest was sehen. Paranoid, du alte Nase. Sei mir gegrüßt. Aber 18 Uhr ist ein bisschen früh, ne? Das ist ein bisschen sehr früh. Wenn ich mal hier kurz meine persönliche Kritik sagen darf. Ich bin übrigens wahrscheinlich dann so morgen so 20, 20.30 Uhr wieder dran. So, was wollte Isabella sehen? Bild des Opfers. Bitteschön. Achso, nee, das Bild im Kofferraum meintest du. Moment. Nee, das andere, da haben wir ja noch eins. Wir haben ja eine komplette Bildergalerie hier. Nee, auch nicht. Was ist denn? Hä? Haben wir das gar nicht mehr? Ja, gab ein Bild. Das scheinen wir nicht mehr zu haben. Okay. Warum auch immer? Siehst ja, wir haben das nur. Und da haben wir nichts. Egal. Dann ist es wahrscheinlich noch nicht mehr relevant. So, let's go. Es gab noch einen anderen Beweis dafür, dass der Mann Inspektor Goodman war. Um den Beweisraum zu betreten, benötigt man einen Ausweis. Wenn ein Ausweis benutzt wird, gibt es einen Eintrag in einem Verzeichnis. Zu dem Tatzeitpunkt benutzte der Inspektor seinen Ausweis. Das ist ja total großartig. Das wissen wir doch schon. Ein Ausweisverzeichnis, ich verstehe. Ich habe das Ausweisverzeichnis gleich hier, euer Ehren. Wir haben es auch.
So, wer ist denn die 777? Der Ausweis, der um 17.14 Uhr benutzt wurde, gehörte dem Opfer. Direkt vor dem Verbrechen, ha? Huh? Ja, ohne Zweifel ist das der Ausweis des Opfers. Aber eines erscheint mir seltsam. Mehrere hundert Fälle wurden für einen Transfer vorgesehen. Warum waren so wenig Leute im Beweisraum? Der Beweisraum wird nur zur Aufbewahrung spezieller Fälle verwendet. Spezielle Fälle? Fälle, in denen extreme Gewalt von Polizisten verwickelt wäre. In denen extreme Gewalt und Polizisten verwickelt waren. Wenn ich das nur höre, stehen mir die Haare zu Berge. Mir auch, obwohl es keinen großen Unterschied macht. Hey! Herr Wright, lustig! Nur ein paar Fälle standen hier zum Transfer an und fast alle waren bis 12 Uhr erledigt. Okay, ich verstehe. Fahren wir jetzt mit dem Kreuzfahrer fort. Also, um mal was Schönes zu erzählen. Um mal Miles Edgeworth mal zu sagen, wir wissen, dass die Karte benutzt wurde. Wir wissen aber damit nicht, dass sie wirklich von Bruce Goodman benutzt wurde. Nur mal so am Rande. So, also, gehen wir ihm erstmal wieder auf den Sack. Im Gegensatz zu Ihrer letzten Aussage, glauben Sie, dass diese nun wasserdicht ist? Ja, dicht wie Öl. Wenn meine Hand nicht nur verbunden wäre, würde ich sogar das V-Zeichen für den Sieg machen. Könnte er das nicht einfach mit der rechten Hand? Hören wir ihn an. Der Zeuge darf sich aber keine weiteren Fehler mehr erlauben. Ist die Karte, die da um Ihren Hals hängt, einer dieser Ausweise? Ja, die Karte gleicht neben meinem Kragen. Ich trage sie dort, damit ich sie nie vergesse. Aber was, wenn sie jemand stiehlt, so offen wie sie die Karte tragen? Vielleicht soll ich die nicht so um meinen Hals tragen. Erinnern Sie sich, dass meine Krawatte 2 bis 3 Mal in der Auto hängen bleibt? Wenn ich aussteige, die andere Male bleibt mein Ausweis hängen. Statt dass sie meine Tür schließt, erwürgt mich ein Ausweis. Vielleicht sollte ich ihn einfach in Ruhe lassen. Jedenfalls hat jeder Polizist einen solchen Ausweis. Sowohl die Polizei als auch die Staatsanwaltschaft können das bezeugen. Fahren Sie bitte mit der Aussage fort. Halten wir fest, dass dies der Eintrag ist, auf den sich der Zeuge bezog. Lassen Sie sehen. Ja, das ist er. Inspektor Goodman. Was ist los? Demnach... Herr Edgeworth, Ihr Name steht hier drauf. So ist es, Euer Ehren. Staatsanwalt, Mama, ist der Mann in Blau ein Mörder? Hit, steig nicht so an. Ich denke... Der Anhörungsausschuss wird sich heute gern mit Ihnen unterhalten wollen. Ich brauche mich wegen meiner Taten oder Konsequenzen durchaus nicht zu schämen. Fahren wir doch erstmal mit dem Kreuzfahrer fort. Armer Herr Edgeworth, er muss wirklich schwer für ihn sein. Okay. Zuvor haben Sie ausgesagt, dass der Mann, als Sie ihn um seinen Ausweis baten, ein Messer zog und auf sie losging. Ja, er zeigte mir seinen Ausweis nicht. Finden Sie das nicht seltsam? Ich meine, wenn er seinen Ausweis gehabt hätte, hätte er ihn doch nur vorzeigen brauchen. Er hätte keinen Grund gegeben, ein Messer zu ziehen. Vielleicht hat er einfach Panik bekommen. Es wimmelt hier von Widersprüchen, decken wir sie auf. Herr Wright, was denken Sie? Ich bin verwirrt. Was? Das Problem mit der Aussage um den Ausweis ist viel zu offensichtlich. Es sieht Edgeworth nicht ähnlich, dass er so etwas übersieht. Warum handeln Sie nicht, statt zu sehr darüber nachzudenken? Tja, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir ja auf den Sack, ne?
So, ich frage mich gerade, wo ich einsteige. Also, ich überlege gerade mal. Wir gucken mal, das ist Unsinn. Hauen wir ihm erstmal jetzt die Karte um die Ohren. Fangen wir mal vorne an. Das ist nicht wirklich kreativ, aber wir fangen jetzt erstmal mit der ID an. Vielleicht bringt mich das schon mal wieder auf eine weitere Idee. Weil wir haben die Karte ja. Warten Sie einen Augenblick, Wachtmeister Meekins. Ich bin nicht gut im Warten. Ich habe hier den Ausweis des Opfers. Ich fand ihn am Tatort. Das ergibt einen Sinn. Wenn ich Tatort sage, rede ich nicht vom Beweisraum im Polizeirevier. Ich rede vom anderen Tatort. Die Tiefgarage der Staatsanwaltschaft. Euer Ehren, ich habe noch einen Beweis, den ich zeigen möchte. Es handelt sich um einen sehr wichtigen Hinweis zum Ausweis des Opfers. Ein Verlustbericht? Er ist nur halb ausgefüllt. Aber er zeigt, dass der Inspektor an dem bewussten Tag etwas verloren hat. Es war wichtig genug, dass er diesen Bericht ausgefüllt hat. Lassen Sie mich raten. Sie glauben, dass dieses etwas sein Ausweis war, richtig? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Am Tag des Verbrechens hatte Inspektor Goodman seine Karte nicht dabei. Ruhe, Ruhe! Also, was hat das alles zu bedeuten? Es kann nur eines bedeuten. Dazu bedarf es keiner großen Fantasie. Der Mann, den Wachtmeister Meekins im Beweis antraf, war nicht Inspektor Goodman, sondern der Mann, der seinen Ausweis gestohlen hat. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Möchte die Anklage dazu Stellung nehmen? Ich möchte der Verteidigung nur eins sagen. Bravo, Herr Wright. Bravo? Erlauben Sie mir, die Argumentation der Verteidigung zusammenzufassen. Um 17.15 Uhr am Tag des Verbrechens war der Mann, den Wachtmeister Meekins im Beweisraum traf, nicht Inspektor Goodman. Es gibt zwei Gründe, die dafür sprechen. Erstens war das Fach im Beweisraum bereits offen. Zweitens hatte das Opfer seinen Ausweis verloren. Stimmt das soweit, Herr Wright? Ja. Was hat er vor? In diesem Fall kommen wir unvermeidbar zu dem bestimmten Schluss. Wenn das Opfer in diesem Video falsch ist, dann ist der Mord im Beweisraum ebenfalls falsch. Mit anderen Worten, die Überwachungskamera zeigt nicht den Mord. Das ist... Nun, ich glaube, das stimmt. Ist alles in Ordnung, Herr Wright? Vor wenigen Augenblicken noch zeigten Sie zufrieden mit dem Finger herum. Das ist nicht gut. Nun, nun. Jetzt scheinen Sie endlich zu verstehen, was Sie so lange beweisen wollten. Erklären Sie das, Herr Edgeworth. Die Verteidigung hat bereits alles erklärt. Das Opfer in diesem Video ist falsch und das heißt, der Mord ist nicht im Polizeirevier um 17.15 Uhr am Tag des Verbrechens passiert. Also? Das Verbrechen kann nur an einem Ort stattgefunden haben, in der Tiefgarage, der Staatsanwaltschaft. Und der Mörder war Frau Lana Sky, die Angeklagte. Die Beweise sind eindeutig. Ein vertrauenswürdiger Zeuge beobachtete, wie die Angeklagte die Mordwaffe benutzte. Ah! Ich wusste doch, dass diese Aussage viel zu schwammig war. Es war eine Falle, von Anfang an. Was im Beweisraum passierte, lässt noch viele Fragen unbeantwortet. Wer genau war das Opfer, beim Wachtmeister Meekins begegnete? Und wohin ist diese Person verschwunden? Aber der Sinn dieser Verhandlung ist die Untersuchung des Mordes an Inspektor Goodman. Ganz genau, Herr Ehren. Herr Wright, Sie müssen was unternehmen, oder Lana? Was mache ich nur? Wie soll ich aus diesem Schlamassel rauskommen? Naja, so nicht.
Ein Moment, euer Ehren. Was ist, Herr Wright? Sagen Sie mir nicht, dass Sie Einspruch gegen Ihren Beweis erheben. Natürlich nicht. Aber ich bin dem Staatsanwalt beinahe in die Falle gegangen. Wovon reden Sie? Dieses Kreuzfeuer hat mir eines bewiesen. Das Überwachungsvideo zeigt nicht den eigentlichen Mord. Deswegen gucken wir uns das Video nochmal an, weil es so geil ist. Herr Wright, was haben Sie vor? Aber das heißt nicht, dass es nicht mit dem Mord in der Tiefgarage zusammenhängt. Insbesondere, da große Mengen Blut im Beweisraum gefunden wurden. Die Verteidigung fordert eine genaue Untersuchung der Angelegenheit. Hedgeworth! Ja, euer Herrn. Wenn dieses Gericht die Sache weiter untersucht, sind neue Zeugen notwendig. Ist die Anklage darauf vorbereitet? Es tut mir leid, euer Herrn. Die Anklage betrachtet den Fall im Polizeirevier als unabhängig. Wir haben keine weiteren Zeugen für diesen Vorfall vorbereitet. Das könnte meine Chance sein. Es ist an der Zeit, einen gewissen Texas Ranger in den Zeugenstand zu rufen. Herr Wright, meinen Sie? Euer Herrn? Die Verteidigung würde gerne einen besonderen Zeugen aufrufen. Oh, wen haben Sie denn da im Sinn? Jemanden, von dem wir annehmen, dass er die Wahrheit kennt. Die Wahrheit hinter dem Vorfall im Beweisraum. Die Anklage verlangt, den Namen dieser Person zu erfahren, bevor sie entscheidet, ob sie zustimmt. Na schön, Herr Wright. Diese Person, die Sie gerne als Zeugen aufrufen möchten, wie ist Ihr Name? Diesmal kann man sich nicht selber wählen. Es gibt auch irgendwie Missionen, da kann man sich selber wählen. Ist total geil. So. Einmal bitte der Herr Ranger. Wachtmeister Jack Marshall. Warum er? Ich kann ihn jetzt noch nicht alles wissen lassen. Er ist für den Beweisraum zuständig. Er soll sagen, was er zu sagen hat. Die Anklage ist mit dem Antrag der Verteidigung einverstanden. Da er für die Bewachung des Raumes zuständig war, sollten wir seine Aussage anhören. Glücklicherweise arbeitet er im Polizeirevier. Es sollte nicht länger als 20 Minuten dauern, ihn in den Zeugenstand zu rufen. Sehr schön! Das Gericht zieht sich für 30 Minuten zurück, während der Zeuge vorgeladen wird. Würde die Anklage den Zeugen bitte in dieser Zeit holen lassen? Das werden wir, euer Ehren. Das Gericht zieht sich zurück. Okay. So, ihr kennt das Spiel ja. Kleiner Cut, wir machen sofort weiter.